ist 14.37 Uhr am Freitag. Und wir laufen an Avanakö vorbei. Machen 4,6 Knoten Speed. Unser Ziel für heute ist Lü. Und da eventuell ankern, zumindest die Sixten. Und ich weiß das nicht, ich nicht, glaube ich. Und irgendwas trötet hier so ganz leise. Und wir wussten eben, Björn. Ich wusste auch nicht, was da trötet. Ein Schiff. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hören kann. Muss ich auf der anderen Seite stehen? Ja. Ist das denn besser? Ne, ist nicht mehr. Zumindest irgendwie die Flasche hing eben so im Wind, dass es immer so nach Wellen, immer auf und ab so tröt, tröt, tröt gemacht hat. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ist zu schnell. Ja, man hört es ein bisschen, aber hast du einen Schluck rausgenommen? Das kann natürlich sein. Warte, ich mache mir den Schluck rein. Naja, Phänomene beim Segeln. Oh Gott. Jetzt. Jetzt. Ein bisschen kann man es erahnen. Kann ja auch. Und wir sind jetzt schon so ein bisschen abgefallen, weil wir gar nicht so hart am Wind segeln müssen, wie wir könnten. Der oberste Faden knickt ab und zu weg, genau wie es soll. Die anderen wehen herrlich nach Achter aus. Vorsegel. Ja, waagerecht, ideal getrimmtes Boot, liegt super auf dem Ruder. Schräglage machen wir, ja, 10 Grad Schräglage, mehr ist das eigentlich auch nicht. Wunderbar. Und Timo hat einen riesigen Ding. Nee, ist gar nichts dran. Ein Lütter. Oh, das ist aber fischig. Oh, 3. Da war wohl ein Schwan. Heringe. Schnell die Pütz. Ich film. Könnt ihr mal eine holen? Cool. Warte doch noch mal kurz. Oh. Warte doch noch mal. Brauchst du mit Wasser? Nee. Da war wohl ein Hering. Sogar Makrelen. Cool. Aber die sind so klein. Die können wir räuchern. Oh, fies. Eine ganze Familie. Wieder 4 oder habe ich gerade falsch gezählt? 4 Makrelen, doch cool. Aber die sind zu klein, die musst du wieder rein. Guck mal, Sebastian. Sebastian, nur mal ganz kurz. 4 auf einen Streich. Timo hat 4 Kindermakrelen rausgeholt. Die waren gerade von ihrer Mama alleine weg. Hier. Ist ja krass. Soll ich dir noch Wasser rein? Die machst du wieder frei, ne? Ja. Wohl? Nee, die gehen. Nee, komm. Der eine ist sowieso verletzt. Ja, vom Haken ist wahrscheinlich. Ja, natürlich vom Haken. Der überlebt dann ja trotzdem nicht. Ja,